Moinsen, ihr Flitzpiepen. Ich mach dann mal wieder den Cubis-Erklärbär. Heute ohne Cubis. Was ist das denn? Ja, hat trotzdem was mit Cubis zu tun. Und zwar, ich lese immer wieder in diversen Cubis-Foren, whatever, dass man ja angeblich unter Windows die Updates nicht deaktivieren kann. Mit diesem Mythos will ich mal aufräumen. Das geht sehr simpel, und zwar einmal Windows-Taste und R drücken, dann taucht das hier auf. Ich muss mir das jetzt immer aus dem anderen Bildschirm rüberholen, es geht jetzt gar nicht anders. Da gebt ihr ein gpedit.msc. Oh, meine Tastatur steht auf groß, sorry. Da ist wohl wieder die Katze drauf gelatscht. So, dann geht dieses Fenster hier auf. Das ist Editor für lokale Gruppenrichtlinien. Ich mache das hier mal so, dass man das sehen kann. Unter Computerkonfiguration, administrative Vorlagen, da gehen wir hin. Ganz runter zu Windows-Komponenten, zack, und dann wieder nach ganz unten. Und hier sehen wir schon Windows Update. So, erstmal das Grundlegende. Automatische Updates konfigurieren. Doppelklick drauf und dann einfach auf deaktiviert. Dann habt ihr die komplette Kontrolle. Bedeutet Windows Update, nichts mehr Automatik. Ihr könnt das auch aktivieren und dann, also nicht konfiguriert, dann läuft alles wie gehabt. Also dann ist es automatisch. Windows Update macht im Hintergrund, was es will. Ihr könnt auch aktiviert anklicken und dann könnt ihr euch das hier selber durchlesen. Ich halte da nichts von. Wenn ich mache das mal gerade so, dann kannst du hier auswählen, was du gerne hättest. Was das im Einzelnen bedeutet, steht hier rechts in diesem Fenster. Das könnt ihr euch dann selber durchlesen. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Also, ich mache auf deaktiviert. Nächster Punkt, das ist das Wichtige, was oder das zweite Wichtige, was manche Leute dann raushaut aus dem Geschäft. Und zwar, keine Treiber in Windows Updates einschließen. Das müsst ihr aktivieren. Das bedeutet, ihr bekommt über die Windows Qualitätsupdates keine Treiber mehr angeboten. Das ist meiner Meinung nach, ups, jetzt kommt hier Lilly wieder. Guten Tag. Nicht auf die Tastatur, Lilly, ne? So. Ja, also die Treiber aus den Updates ausschließen, finde ich wichtig, weil da lese ich immer wieder, das kriegen Leute nicht mit und auf einmal haben die irgendeinen Microsoft-eigenen Treiber für ihre Soundkarte oder Microsoft meint, dass irgendwie ein älterer Treiber für die Grafikkarte oder whatever besser wäre als der, den ihr installiert habt und der bei euch funktioniert und so weiter und so fort. Deshalb das hier ausschalten. Meine persönliche Meinung, kann jeder machen, wer will. An dieser Stelle nochmal alles auf eigene Gefahr. Bei mir funktioniert es. Denkt da zweimal drüber nach, ob ihr das machen wollt oder nicht. Wenn ihr null Plan von der ganzen Geschichte habt, lasst besser die Finger davon. Okay, das sind meine Einstellungen. Und jetzt, das ist vielleicht das, was die meisten interessiert. Windows Update für Unternehmen. Da mal hin. Und dann gibt es Zielversion des Funktionsupdates auswählen. Das habe ich aktiviert. Und bei mir läuft gerade 20H2. Da gebt ihr die offizielle Bezeichnung der Windows 10 Version ein, die ihr gerade habt. Wir sind ja jetzt im Mitte Mai 2021. Und irgendwann kommt ja jetzt das nächste Funktionsupdate, so wie es halt heißt. Keine Ahnung, wie die Funktion dann heißen soll. Wenn ihr das hier so auf 20H2 stehen habt und ihr habt gerade die 20H2
H2 drauf. Wenn ihr die 2004 drauf habt und wollt ihr aus irgendwelchen Gründen behalten, dann müsst ihr da 2004 eingeben, etc. Dadurch verhindert ihr, dass, obwohl das mittlerweile eigentlich auch bei der 20H2 gibt es ja wieder, das zeige ich euch gleich, es wird kein Funktionsupdate mehr bei Windows 10 automatisch, ohne dass ihr das aktiv anstoßt, wird nicht mehr installiert. Das war am Anfang so von Windows 10, ich weiß gar nicht bis zu welcher Version, ich glaube noch bis zur 19.09, kann das sein? Ich weiß es nicht. Da gab es aber auch Wege, das zu deaktivieren und so weiter. Ich mache das aus alter Gewohnheit, trage ich das hier immer noch ein, obwohl es unter Windows Updates euch angezeigt wird, dass ein neues Funktionsupdate zur Verfügung steht und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das installieren wollt oder nicht. Es sei denn, ihr habt so eine alte Windows 10 Version, dass das quasi erzwungen wird, weil der Sicherheitssupport eingestellt ist oder irgendwie sowas. Aber wer so lange auf einer alten Version bleibt, das ist wahrscheinlich dieselbe Fraktion, die noch auf Windows 7 rumdümpelt, weil sie einfach nicht begreifen wollen, dass mit der Zeit gehen irgendwann auch mal angesagt ist. Ich war auch mal so drauf. Ich bin noch mit Windows XP unterwegs gewesen. Da gab es schon Windows 8.1 und ich wollte das einfach nicht begreifen und habe mich geweigert und so weiter und so fort und bin dann holper, stolper, wie ein Vollpfosten, erstmal auf Windows 7 und IBA, nee, das sieht ja alles anders aus und pfui und habe dann irgendwann nochmal Windows 8.1 drauf gehabt und habe dann Horror-Wahnvorstellungen bekommen, als Windows 10 rauskam und habe mich da auch gegen gewehrt und wollte das nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann mal eine alte Festplatte übrig gehabt, habe die in den Rechner reingeschmissen und habe dann frisches Windows 10 drauf geklatscht, mein Cubase installiert und noch so ein paar andere Sachen, die ich so brauche und habe festgestellt, hui, das lübt ja. Und wie gesagt, wir reden da vom Anfang von Windows 10. Da gab es noch furchtbare Sachen. Mittlerweile ist das Ding so rock solid. Ich habe, seitdem ich mit Windows 10 arbeite, noch nie so wenig Probleme mit Windows gehabt. Ich kann nur jedem dazu raten, aber das, wie immer, ist nur meine bedauerliche Einzelmeinung. Ne? Maht, was ihr wollt, ich zwinge euch nicht. So, das machen wir mal zu und jetzt zeige ich euch mal das Fensterchen vom Windows-Update. Wenn ihr solche Sachen eingestellt habt, kommt ja diese rote Meldung, einige Einstellungen werden von ihrer Organisation verwaltet. Was ist das denn? So, dann passiert ja sowas. Hier steht, auf dem Gerät festgelegte Richtlinien automatische Updates deaktivieren. Es laufen keine automatischen Updates mehr jetzt. Updates für andere Microsoft-Produkte abrufen, das hat sich sowieso meiner Meinung nach erübrigt. Sie werden abgerufen, ne? Die sind ja nicht unterdrückt. Aber Office, ich glaube seit 2019, Office 2019, da gibt es in den Office-Anwendungen eigene Sachen, die man einstellen kann, ob Updates laufen sollen oder nicht. Hier, ne, Treiber aus Windows-Qualitäts-Updates ausschließen. Und ja, das ist nun mal dasselbe wie hier oben. Das ist nur das generell, was eingestellt ist. So, dann kann man hier automatisch, also ne, dann muss man das anklicken und dann werden Updates gesucht. Das sollte man dann natürlich regelmäßig machen. Ne? Guck mal hier, da, zack, Security Intelligence, bla 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 bla. Also, Updates funktionieren, ihr müsst halt nur aktiv draufklicken. Ja, und das kann ich natürlich jetzt nicht zeigen, weil hier gerade kein zur Verfügung steht. Ungefähr hier in diesem Bereich, unter diesem automatische Updates wurden von eurer Organisation deaktiviert. Darunter kommt dann irgendwie dieses, es ist ein neues Funktionsupdate vorhanden, wir daten ab auf die Itzenblitz 2021 Version von Windows 10. Ja, was weiß der nicht. Man Schluch nehmen hier, ne?
Ja, das wollte ich nur mal zeigen für alle Leute, die immer noch meinen, man könnte das unter Windows 10 nicht selber auswählen, wann Updates stattfinden und so weiter und so fort. Nochmal der Hinweis. Ich übernehme keinerlei Garantie, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise euer System zerschießt, was bei mir mit diesen Einstellungen noch nie passiert ist. Aber ich kann keine Garantie für eure Systeme übernehmen. Und ich kann es schon wieder riechen, dass irgendein Schlaumeier mit dem Anwalt um die Ecke kommen will und so. Nein, ich übernehme keine Garantie. Das ist nur, ich zeige nur, wie das auf meinem System funktioniert und was ich getan habe. Ich rate euch nicht dazu, wenn ihr das macht, auf eigene Gefahr. Ich bin immer gut mitgefahren. Was hat das jetzt mit Cubase zu tun? LE, AI und Elements Besitzer, die ihre Lizenzen auf dem Soft-E-Licenser haben. Ne, E-Licenser Control Center, da sind ja im Soft-E-Licenser die Lizenzen hinterlegt. Artist und Pro geht nur auf Dongle, die anderen gehen auch auf Dongle. Aber Artist und Pro gehen nur auf Dongle. Und LE, AI und Elements sind quasi auf eurer Maschine gespeichert und wenn dann ein Windows-Upgrade auf eine neue, also dieses Funktionsupdate läuft, dann gibt es immer wieder Probleme mit diesem Soft-E-Licenser. Das ist aber auch ganz easy zu lösen, aber das ist ein anderes Thema. Mit auf die Echse, Rechtsklick als Administrator ausführen, einmal Wartung laufen lassen und dann fluppt das wieder. Vorausgesetzt, ihr habt die aktuellste Version vorher installiert. Das nur am Rande. So lang wollte ich dieses Scheiß-Video gar nicht machen. Aber, nun gut. Ja, so kühlt man von Hölzchen auf Stöckchen und kühlt nicht Schwade. In dem Sinne, haut Schlag rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben.